Hallo, mein Name ist Shai Hoffmann, ich bin Sozialunternehmer mit den Karma Classics und Mitinitiator unter anderem vom Integrationsbus. Und jetzt tun wir es wieder, nämlich mit dem Demokratiebus. Wir werden im Juli und im September für jeweils eine Woche durch Bayern fahren. Auf dieser Tour sollen Videotagebücher entstehen, damit wir euch daran teilhaben lassen können. Nicht nur, aber auch, weil im Freistaat Bayern in diesem Jahr so viel gewählt wird. Zum Beispiel katholische Pfarrgemeinderatswahlen und Betriebsratswahlen, Landtagswahlen, Wahlen zu den Migrationsbeiräten und auch immer wieder Schülersprecherinnen und Schülersprecher. Und diese Gelegenheit möchten wir nutzen, um mit euch über Demokratie zu sprechen. Denn Demokratie ist keine Angelegenheit nur von Eliten, sondern Demokratie geht uns alle an. Für die Tour im Demokratiebus schließen wir uns mit dem Bayerischen Bündnis für Toleranz und seinen 70 bayernweit tätigen Mitgliedsorganisationen zusammen, die Aktion Demokratie finde ich gut initiiert hat. Mit unserem charmanten Oldtimer-Doppeldeckerbus der Linie 94 machen wir Halt in 15 bayerischen Orten, um mit Menschen bei einem Kaffee oder bei einem Bier über Demokratie zu sprechen. Und jetzt fragt ihr euch, wozu brauchen die Geld? Ist ja alles finanziert. Nun, der Demokratiebus wird von diesen beiden Ministerien hier finanziert, nicht aber die Videodokumentation. Ohne Videos können wir euch aber leider nicht mit auf die Reise nehmen. Und um die Unkosten zu decken, benötigen wir eure Unterstützung. Der wunderbare Mann für die Videos heißt Christian Fischer. Mit Shai habe ich bereits das Vergnügen gehabt, den Karma-Chuck-Spot zu realisieren. Diesen hier. Und jetzt kommt Shai wieder mit einer verrückten Idee um die Ecke, dem Demokratiebus. Wir treffen Menschen im und am Bus. Der Bus ist quasi eine Einladung für den Austausch über Demokratie. Wir sind gespannt, welche Menschen kommen, was sie so bewegt und was sie erzählen. Und diese Momente möchten wir einfangen. Wir wollen täglich drehen, schneiden und euch mit auf diese Reise nehmen und euch jeden Tag einen Film zur Verfügung stellen. Und was wir genau dafür benötigen, beziehungsweise wie viel die Videotagebücher kosten, was können wir... wie war's? Warum? Ja, pro Woche brauchen wir ca. 5.000 Euro, um das umzusetzen, sprich für zwei Wochen 10.000. Transparenz schreiben wir sehr groß, deshalb könnt ihr unter der Frage, was passiert mit dem Funding, mit der Funding-Summe, schlüsseln wir sozusagen alle Kosten auf. Und jetzt seid ihr dran. Schmeißt 5 Euro in den Topf, wählt euch nette Dankeschöns aus, die wir für euch handerlesen ausgesucht haben. Bitte teilt dieses Video, zeigt, dass ihr Demokratie-Helden und Heldinnen seid.